Hallo, ich bin gerade vom Einkaufen zurückgekehrt und möchte daher ein Kauftipps-Video machen. Ich fange mal an mit Essenz. Und zwar hat die Fortstadt Cinderella erwähnt, dass Essenz wohl sein Sortiment mal wieder umgestaltet und deshalb viele, viele Sachen vergünstigt sind. Egal in welchem DM ich war, die hatten überall schon das neue Sortiment drin. Ich habe lediglich bei Rossmann, wo sie auch schon das neue Sortiment hatten, so eine kleine Ramschüssel gefunden mit den Dingen, die aussortiert werden, die aus dem Sortiment rauskommen. Und also falls ihr noch Sachen seht, die kosten alle 95 Cent, die jetzt aus dem Sortiment rausgenommen werden. Und die Tiffany D. Hat letztens ein Video gemacht zum Thema, wie Nagellack länger hält, und sie hatte so einen Buffer, das nennt sich 6-in-1 Buffer, nein, 6-in-1 Buffer File oder 6-in-1 Profi File. Und das Ganze sieht so aus, ich kann das mal hier rausholen, kennen bestimmt viele von euch, ich hatte sowas auch schon mal, aber die gehen so schnell kaputt. Und für den Originalpreis wollte ich es nicht nochmal bezahlen. Die erste Seite ist zum Kürzen, die zweite Seite ist zum Formen, die dritte Seite ist zum Ausgleichen, die vierte zum Reinigen, die fünfte zum Glätten und die sechste zum Polieren. Und die hier braucht ihr dann für die Nägel. Also ich kann euch auch das Video mal verlinken. Fand ich sehr bemerkenswert und interessant. Also habe ich noch nie gehört. Werde es auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Hat also 95 Cent gekostet. Ja, dann habe ich endlich die neue, was ist es, Essence Limited Edition, also es sind ja, glaube ich, jetzt keine Ahnung, wie viel Limited Editions von Essence draußen. Heute habe ich auch die Fashionista gesehen, die mich überhaupt nicht angesprochen hat. Jedenfalls habe ich bei Rossmann die Cute as Hell Limited Edition gesehen. Ist wirklich süß, aber nicht so meins. Das Einzige, was mich angesprochen hat, waren die Nagellacke. Und zwar habe ich den gesehen und mich gleich verliebt. Der heißt 04 Date Me. Der sieht so aus, das ist so ein pastelliges Lila, also eigentlich ein eigentlich Lavendelfarben. Den habe ich auch drauf und ich bin total verliebt. Ich möchte ihn nie wieder abmachen. Ich habe eine Schicht drauf und der ist super deckend. Bei Essence habe ich oft das Problem, dass die Nagellacke gleich am ersten Tag splittern. Den habe ich jetzt, wann habe ich ihn drauf gemacht? Gestern. Und war heute den ganzen Tag unterwegs, wie gesagt, und es ist nichts gesplittert. Also schon mal super. Und dann war so blödes Licht dort, dass es aussah, als ob es noch ein so pastelliges Mintgrün gibt. Und deshalb habe ich mir dann den Naughty But Nice 01 mitgenommen. Das sieht jetzt weiß aus, es ist aber Limonengelb. Als ich das dann gesehen habe, also ich habe sie halt nur schnell gekauft und musste wieder auf Arbeit rennen. Und als ich dann zu Hause gesehen habe, dass das gelb ist, war mir dann Laune dann ein bisschen schlechter. Ich werde ihn halt einfach zurückgeben, weil, also ich habe jetzt nichts gegen gelben Nagellack, aber ich persönlich brauche den nicht. Ich habe mich halt auf einen hellgrünen Nagellack gefreut, aber nicht so schlimm. Also, die beiden aus der neuen Essence Limited Edition, die kosten, glaube ich, 1,75. Ich kann auch mal genau schauen. Ja, 1,75. Da. So, und dann hat die Maggie von Maggie Mania erwähnt, dass Rival de Loop oder Rival de Loop oder RDL auch einige Sachen aus dem Sortiment nimmt. Und deshalb waren viele der Lidschatten verbilligt. Und sie hat hoffentlich dieses Duo empfohlen. Wenn nicht, ich fand das toll. Es heißt 04 Mokka Beige und sieht so aus. Die kosten also jetzt 1,49.
sowohl die Monolidschatten als auch die Duos. Und Maggie hat auch schon festgestellt, dass die ein Hygienesiegel haben. Das heißt, dass man das eben nicht aufmachen kann, sei denn man kauft es. Was ich jetzt auch machen werde, um euch mal die Farben genauer zu zeigen. Ich habe mit RDL an sich eigentlich, außer Nagellacke, habe ich noch nie was von RDL gehabt. Ich habe also keine Ahnung, was die Qualität angeht. Ich habe nur ein bisschen rumgeswatcht und fand die ganz schön, die Farben. Also die Farben sehen so aus. Ich kann euch das auch mal swatchen, obwohl ich nicht glaube, dass euch das jetzt viel bringt. Also das ist die helle Farbe und die dunkle Farbe, die auch so ein bisschen topig ist. Und was ich gerade gesehen habe, hat dieses Duo auch einen Schwammapplikator. Ich weiß jetzt nicht, wie man damit am besten... Egal, aber er ist dabei. Werde ich ausprobieren. Wenn ihr eine Review haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Auch zu den anderen Sachen, wie immer. Dann mache ich das gerne. Ansonsten, großer Spartipp. Ich war bei Karstadt. Und wenn ihr Parfums wollt oder einfach mal schaut, es gibt ganz, ganz viele von diesen Sets verbilligt. Und ich wollte dieses Parfüm hier schon ganz, ganz lange haben. Und es war mir aber ein bisschen zu teuer immer. Und ich war mir nicht so sicher. Und heute habe ich dieses Set hier gefunden. Das ist von Cacharel Liberté. Das war auch in ganz vielen Zeitschriften drin. Da hat Giselle Bündchen für Werbung gemacht. Das sind... Ich kann euch das mal zeigen. Finde ich total süß. Die Aufmachung. Ein 50 ml Parfüm und eine 5 ml Reisegröße, die man immer wieder auffüllen kann, hoffe ich, glaube ich. Ups. Oh, was habe ich getan? Okay. Oh, jetzt rieche ich nach Parfüm. Jedenfalls eine Reisegröße und eine 50 ml Parfümflasche für 20 Euro. Also eigentlich, ich habe das Parfüm bei Douglas gesehen, da haben die 50 Milliliter, glaube ich, 45 Euro gekostet. Und ich habe es für 20 bekommen mit so einem Reisefläschchen. Und dann wollte ich schon, ja, auch sehr lange haben, ihr seht es schon, Naomi Campbell. Ich dachte immer, das sind diese Star-Parfums, die immer so ganz billig sind. Aber eigentlich, wenn ich mir das immer angeschaut habe, hatten irgendwie 15 ml im Angebot 10 Euro gekostet. Was jetzt nicht wirklich viel billiger ist als von Marken. Ja, ich habe mir dieses Set hier gekauft. Das beinhaltet ein Eau de Toilette von dem Original-Parfum von ihr. Da sind 30 ml drin und ein gestreifter Pashmina-Schal. Also ich habe es mir, wie auch bei dem anderen, eigentlich nur wegen dem Parfüm gekauft. Und ich habe 10 Euro bezahlt. Also 30 ml für 10 Euro, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich guter Deal. Und ich finde, das riecht total gut. Also diese ganzen Star-Parfums sind mir immer ein bisschen zuwider und die riechen irgendwie alle gleich. Komisch, gleich, also nicht komisch, nein. Also wenn ihr das mögt, dann mögt ihr das, aber für mich ist es halt nichts. Aber das riecht irgendwie einzigartig, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Und dann hier der Schal dazu. Werde ich bei Gelegenheit mal auspacken. Vielleicht seht ihr ihn auch mal in einem Video. Und dann Lollipop 26. Laura hat in einem ihrer Videos in letzter Zeit irgendwie erwähnt, dass sie... Ich hoffe, dass es das ist. Haarspray sehr lieb. Das ist von Elnette, L'Oréal Paris. Elnette Deluxe. Und das ist brillanter Halt. Ich glaube, sie hatte den brillanten Halt. Zwei Flaschen für 4 Euro. Also wenn ich mich recht erinnere, kostet eigentlich eine Flasche 4 Euro. Und ich habe beide Flaschen für 4 Euro bekommen. Und als letztes
hier noch etwas. Davon wird es aber später noch mehr dazu geben. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, mal zu Karstadt zu gehen und euch das anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen.